Ist das nicht fantastisch? Das ist ja der Oberammerhammer. Auf jeden Fall. Und das für diesen günstigen Preis? Ja, aber nur heute, also zuschlagen. Sound und andere Geschichte. Da sind Da wir kannst du wieder. da richtig wegballern. Hallo! Was vielleicht noch? Ich glaube, die Frage kam jetzt ganz, ganz oft. Weil viele Leute wollen ja wissen, was der Aufwand hinter einem Let's Play ist. Also, ich könnte das jetzt mal. Das ist ein interessanter Punkt, den wollte ich sowieso anbringen. Ich mache jetzt mal was an. Und zeig mal, was der Aufwand hinter dem Videoclip ist, den ihr gerade gesehen habt. So, nur dass ihr mal so in etwa eine Vorstellung habt. Mal gucken, ob ich den hier noch drin habe. Ach so, hier im Dings. Ja. Das ist hier. Aber das zeigt ja noch lange nicht, wie viel Zeit da drin Nein, steckt. nein. Also. Weil man löscht ja dann auch immer mal wieder so eine Sequenz, Also, weil sie scheiße war. so eine Sequenzen zu erstellen. Und das hier ist jetzt nur, also das ist wirklich eine Sequenz, die ist nur für meinen Livestream jetzt gewesen. Gucken, ob es die aktuelle ist, muss ich gerade mal gucken. Weil ich habe ja mehrere aufgenommen. Ich glaube, das war die aktuelle, oder? So. Um solche Sequenzen zu erstellen, also jetzt hier für so einen Livestream, das sind jetzt wie viel, knapp 50 Sekunden. Also man ist schon mit Aufnahmen und so bei locker einer Stunde dabei. Gerade wenn es mehrere Layer sind. Bei sowas ist es jetzt simpel, weil dafür habe ich eine Vorlage, weil ich es vom letzten Livestream ja noch hatte und vom vorletzten und von daher fällt sowas immer einfach. Aber nur damit nachher das rauskommt, was ihr seht, haben wir richtig zu tun. Also. Ja, da kann ich auch ein tolles Beispiel liefern. Ihr kennt mein Harlem Shake-Video, ne, was ich gemacht habe Ja. letzte Woche. Allein für dieses Video habe ich über 4 Stunden mit dem Videoschnittprogramm verbracht. Hier ist die Und Werbesendung. das war auch nur hingeklatscht, oder wenn ja, ne? Ja. Ja, ich habe es bei mir bei Minecraft, also es variiert von Projekt zu Projekt, bei Minecraft ist meist über 1 Stunde im Endeffekt pro Part, weil ich ja doch recht viel vorbereite und recht viel mache. Da kommt unheimlich viel Zeit zusammen, die dafür drauf geht. Andere Projekte gehen schneller, da ist es dann nur bei, sagen wir mal, 1/3 Stunde plus das, was ich nebenbei halt laufen lasse, wenn ich eigentlich andere Dinge mache. Also auch nur mal, um zu sehen hier, dieses Projekt, was wir gerade gesehen haben, also nur diese Werbung, das ist ein bisschen mehr als nur eine Aufnahme schnell und mal hingeklatscht und das war's. Da steckt richtig, richtig Arbeit drin. Ja, und vor allem, man muss ja aktuell bleiben, vor allem Sebi macht es ja jeden Tag. Ja. Könnte ich gar nicht. Ich muss immer auch vor Ort aufnehmen, ob das überhaupt funktionieren Ja, kann. ich auch. Willkommen zurück. Deswegen ist mir ein kleiner Schaufelmarsch. Fauxpas und ist gleich zweimal passiert. Also. Ich war diese Woche der Doppelposter. Aber das ist auch nicht mit Absicht, sondern wenn man schnell was machen will, was man nicht machen sollte, weil man noch eine Folge braucht, tja. Wenn man nicht aufpasst, dann kommen Doppelfolgen raus. Ja, und weil Winnetou Kuslowski es gerade sagt, hintereinander aufnehmen und dann zu cutten, ist halt so eine Sache. Ich für meinen Teil mache es zum Beispiel schon, dass ich jeden Part extra aufnehme und dann die Intro direkt mit hinterher spreche, weil ich es wesentlich angenehmer finde, einen ganzen Part zu präsentieren, als so ein zusammengeschnittenes Stückchen, wo dann irgendwie am Anfang und am Ende weder ein Hallo noch ein Tschüss drin ist und irgendwie alles unterbrochen wird. Da ist halt für die Zuschauer ein abgeschlossener Part meist viel angenehmer. Ja, Ja, weil habe halt ich ja auch. auch Begrüßung und so ist für mich halt auch extrem wichtig. Also es muss halt einfach drin sein. Ja. Zum Thema, warum cutten, wenn alles glatt läuft? Es läuft alles glatt. Aber wenn du dir jetzt mal hier anguckst, das ist die Hauptvideolinie. Wenn ich jetzt hier mal rangehe, Und die nimmt man ja nicht in eins auf. das ist ja auch nicht, genau, das ist ja nicht nur eine Kameraeinstellung, das sind verschiedene Positionen, das sind unterschiedliche Einstellungen. Man kann auch den Audioton nicht in einem Stück aufnehmen, weil es einfach Übersprachen gibt und so weiter. Also da hat man richtig, richtig zu tun. Alleine Audiobearbeitung nach der Datei ist noch mal einiges an Zeit.
Da geht schon einiges zusammen. Und wenn man dann im Endeffekt das Rendern wirklich durchlaufen lassen würde, wer dessen warten würde, wäre das halt unheimlich viel Zeit. Ja, das kommt noch dazu, genau. Ja, nee, also einfach live spielen geht halt einfach nicht. Also jetzt schon, klar, wenn man jetzt wie hier im Stream macht, da kann man ein bisschen rumeiern, aber man hat eine gewisse Vorbereitungszeit, man muss sich ausdenken. Ja. Ich kann zum Beispiel sagen, für die nächsten 30, 40 Folgen weiß ich, was ich in Minecraft mache. Übrigens, ganz ehrlich, wenn man das in Minecraft auch nicht vorbereitet, dann sind die Zuschauer nach wenigen Folgen weg, weil es langweilig wird. Wenn ich eine halbe Stunde brauche, um mich durch die Erde zu graben, und das momentan bin ich zwar schon nebenbei am Farmen, da gehen ein paar Stunden für drauf zwischendurch mal. Wenn ich das alles aufnehmen würde, dann würden die Leute nach ganz schneller Zeit ausschalten, weil es langweilig wäre. Ja, es kommt immer darauf an. Es gibt leider die Gruppe und die Gruppe. Es gibt die Gruppe, wo es sagt, wir wollen alles sehen. Dann gibt es die Gruppe, die wo sagt, nimm das, brauchst du nicht aufnehmen. Dann gibt es die Gruppe, die wo sagt, nimm's auf, aber spielt schnell ab. Das dauert ja auch Gott sei Dank nicht überhaupt lang. Oh, das ist bestimmt sehr. Das Problem ist ja, die Leute, die wollen, dass man es dann aufnimmt, wollen halt dabei auch unterhalten werden. Nur ich für meinen habe zum Beispiel ein Problem damit, wenn ich die ganze Zeit durch eine Mine renne, die Leute aber zu witzen, dann fange ich auch irgendwann an, mir sagen, dann fange viel ich Spaß. Einfach an mit Flachwitzen, weil mir nichts Sinnvolles dabei einfällt. Also ich kann es auch, ich kann bei meinen auch labern, ich kann bei meinen auch viel labern, aber das ist gar nicht das Problem. Das Problem ist die Zeit, die dahinter steckt. Und dann kommt halt auch immer noch dazu, dann hat man zum Beispiel wie jetzt aktuell, ich stelle eine Frage und muss das hier, was ich da als Antwort kriege, auch noch zusätzlich mit einbringen in das, was ich vorhabe. Und das sind alles so Sachen, also es macht unheimlich viel Spaß zu Let's Playen, es macht unheimlich viel Spaß aufzunehmen, aber es ist eine sau zeitaufwendige Sache. Ja, und man muss sich halt... Wenn man für sich selber den Anspruch hat, gut sein zu wollen. Genau. Da kommt ja dann gleich noch was Zweites dazu, das kann ich euch gerne auch noch zeigen. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt überhaupt sieht. Doc hat jetzt einen Bohrer. Stimmt. Ja, ich habe jetzt den Trollbauer, bei den habe ich momentan ein bisschen kaputt optimiert, an dem muss ich wieder arbeiten. So. Greg, bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Okay. Ich stehe nur gerade auf dem Haus, weil ich gerade mein Chat ist, mein Firefox hat gemeint. Tschüssikowski. Da kommen dann so eine Sache noch dazu. Weil da steckt auch ein bisschen Arbeit drin, das alles so einzustellen, wie man es gerne hätte. Ja, die Dinger sind auch scheiße. Und da kann ich euch zum Beispiel auch, was viele gar nicht checken, ich habe zum Beispiel ein Easter Egg hier drin. Wo? Im Thumbnail oder was? Ja, die sind ja meistens so klein. Entweder sehe ich gerade nicht den... Mal gucken, ob es sieht, wenn ich es jetzt rangezoomt habe. Was ist denn das, ein Creeper? Oder? Ja. Ein Creeper ist das. Okay. Ich habe also einfach nur, weil die Viecher mir ja tierisch auf den Sack gehen, habe ich einen mit eingebastelt. Sieht man nicht sofort, aber sind halt so nette Geschichten, was im Hintergrund läuft. Das ist für mich jedes Mal wieder witzig, dieses Bild zu sehen. Kostet einfach nicht ohne. Kostet halt alles Zeit. Von Audio mal nicht gesprochen, das kommt ja auch noch dazu, aber nur mal, dass ihr halt wisst, wenn mal eine Folge nicht kommt oder wenn mal ein Tag nichts kommt, dann liegt es nicht daran, dass wir zu faul sind, irgendwas nicht aufzunehmen, sondern liegt es in aller Regel daran, dass einfach die Zeit also fehlt. Also das Aufnehmen ist noch fast das Leichteste. Ja. Das ist das Leichteste. Ja. Definitiv. Dann, wenn es ginge, würde wahrscheinlich jeder von uns am liebsten den ganzen Tag nur richtig viele Let's Plays raushauen, nur ist halt zeitlich einfach nicht machbar. Genau. Wenn ich könnte, ich hätte locker 5, 6 Let's Plays dahinter, die ich auf dem Start noch starten würde, wenn ich es natürlich zeitlich machen könnte. Ach, ich auch, locker. Aber geht halt einfach nicht. Und dann hinter so Projekten wie zum Beispiel jetzt Battlefield 3, hier das Camper-Video, da muss man sich dann noch ein Skript ausdenken und darüber nachdenken, was man sagen will, weil es im Nachhinein besprochen wird und so. Also sowas kommt dann auch noch dazu. Ein Let's Play an sich ist noch die grundeinfachste Form. Das ist das Einfachste, da muss man quasi nur beim Spielen nur kommentieren und muss nicht auch noch vorarbeiten, was man in Kommentaren machen will und was da zusammenkommt. So, aber wir wollen euch ja auch nicht ärgern, wir machen jetzt mit Sims 3 weiter. Jo, mach das sonst mal. Kommen wir heute nie mehr zu Terraria. Genau. So, dann. Wir haben deine. Heute kommen wir sowieso nicht mehr zu Terraria. Wir haben dein halbes Gebiet hier schon planiert. Also der Tag ist erst vorbei, wenn man geschlafen hat. Ach so. Sehe ich genauso. Ja. Ja, ich ja eigentlich auch. Aber. War vor allem für mich immer sehr witzig, wenn du auf Schicht arbeitest, 3 Schichten und du hast Nachtschicht. Wann ist da jetzt der neue Tag? Wenn du nach Hause kommst oder wenn du dann erstmal todmüde ins Bett fällst und einen halben Tag schläfst?
Oder du tot ins Bett fällst. Das ist übrigens auch ein ganz toller Punkt, dass ich, habe ich euch das eigentlich schon erzählt? Ich habe mich zwar schon darüber beschwert im Let's Play, aber ich kaufe mir Wilde Campus-Jahre, die Deluxe Edition, und krieg die Info, dass es nicht ausgeliefert werden kann, weil momentan keine Keys vorhanden sind. Nee. Ich habe gefeiert. Schön erstmal, weißt du, 35 Euro. Ja, im Part 12, nee, 13 ist aktuell rausgekommen. Im aktuellen, da hast du dich drüber aufgeregt. Und die Leute wollen dazu schon wieder die Cam sehen. Ein Ofort zu viel? Oh, das kann ich auch nicht deuten, was das heißen soll. Ey, wie weit gehst du noch runter, Drake? Achso, du willst hier in der Erde hinmachen dann, ne? Nein, ich hab die Ärzte auch abgebaut. Ich will jetzt lieber die Ärzte zuschütten. Der haut mir auf den Kopf. Ja, das wäre... Ja, wobei, er weiß es nicht, er ist nicht da. Es wäre nett, wenn ihr die Ärzte, die ihr mitnehmt, da lassen würdet. Aber ansonsten bin ich da auch nicht böse, wenn ihr jetzt was zuschüttet. Das ist alles sein Kissen. Wartet mal kurz. Wann gucke ich mir die Bewerbungen an? Gestern. Ich habe sie jetzt gesehen. Also, dazu erstmal können wir ja hier, ich kann euch gerne die Cam wieder anmachen. So. Das lädt ja eh noch ein bisschen, gerade bis er mich connectet hier. Und dann ist es so, dass ich definitiv momentan noch keine Bewerbung gekriegt habe, weil ich kriege die nämlich direkt hier. Also bei mir sind sie schon angekommen. Dann sind sie noch nicht weitergeleitet. Zwei oder drei waren das jetzt, die angekommen sind. So. Eins, zwei, drei Stück. Ja, Sims dauert sowieso wieder 3 Jahre, bis das startet. Oh, ist schon. Ja, das ist die erste Phase. Die erste Phase. Ich wollte gerade sagen. Die erste Phase. Also, ja, der Rest dauert noch. Das ist ja ewig, bis das startet. Das ist ja so schrecklich bei dem Spiel. Nur bei Drake nicht. Nee, bei mir dauert es ungefähr. Ich kann 4 Sachen vorlesen, dann ist Schluss. Ich meine, das finde ich auch schon lange genug, aber jetzt muss ich dazu rechnen, dass der Stream noch an ist. Ja. Ja. Warum nicht? Ach, Ben hat. Das ist der Witz, weißt du? Ben 10. Nee, bigger Ben. Ja. Ach so. Guck mal, er schreibt, oh mein Gott, du per Cam. Ich habe die Cam eigentlich bei jedem Stream bis jetzt angehabt. Nein, der wartet doch nur darauf, dass du gleich Battlefield spielst, weil er dich abschießen will. Ich bin, ja. Achso, ihr könnt euch schon mal darauf vorbereiten, alle, die Battlefield haben. Ich möchte nachher eine Runde Waffenmeister auf dem Server spielen. Oh. Dann will ich mal was Richtiges spielen. Wir spielen auf jeden Fall noch, also ich wäre dafür, dass wir uns eine kleine Conquest-Map raussuchen diesmal. Oh, gerne. Und das mal machen, weil nur dieses reine Rumgeballer ist ja auch ein bisschen lahm. Ja, wir können den aber auch wenn jetzt das neue Capture the Flag vielleicht. Achso, im Spiel dann, oder wie? Ihr seht hier übrigens den Balken, ja? Die Balken, ja. Ja. Zählt der Balken als imaginärer Freund? Oh, weil nur hat du sich ihn der Balken siehst? Bewegt? Nein. Also doch, meine ist schon fertig. Mit was ich das für Twitch aufnehme? Mit XSplit. Also ich benutze XSplit als Broadcaster-Tool. Naja, was anderes kannst du, glaube ich, bei Twitch gar nicht benutzen, oder? Open Broadcaster dürfte auch. Oh, verdammt. Ich aber noch nicht. Mr. T, jeder, der angenommen wird und nicht angenommen wird, bekommt automatisch eine E-Mail zugeschickt. Das wurde auch schon in den letzten Streams beantwortet. Wow, was ist das denn? Achso, jetzt habe ich eine E-Mail. Ben ist heute das erste Mal dabei. Sondern eine E-Mail. Tja. Wow, Hilfe, ganz viele Skelette und die Spinne. Aber jetzt wirst du gleich lachen. Also bei mir hier unten ist nichts. War das noch das SGS? Zwei? Nee, das Dreier hattest du jetzt, oder? Ich habe das Dreier, ja. Samsung Galaxy. Drake, helf mir mal kurz. Ich komme. S3 Prolo, Prolo LTE Version, wenn man das sieht. Sieht so lustig aus. Oh, Entschuldigung. Ich wollte die Spinne schlagen. Ja, du solltest das auch in die Spinne und nicht den Jack. Ja. Ich kann die Camps nicht so zuschalten, das funktioniert nicht. Also es würde über Skype funktionieren, aber es ist von der Last her so hoch mit Skype, dass du es vergessen kannst, dann geht der Stream nicht. Oh ja. Außerdem will uns, glaube ich, keiner sehen, denn im Gegensatz zu Sibi haben wir uns nicht rasiert. Nee, das geht nicht. Rasieren? Was ist das? Das, was du mit der Nagelbürste machst. Ach so. Mit der Nagelbürste? Also ich benutze immer nur, ich benutze das Bürste, ja. Also im Normalfall dauert das Ganze hier in etwa 3 bis 5 Minuten bei mir. Das ist normal mit allen Erweiterungspacks. Echt? Ich finde das so schrecklich, das Spiel, hey. Also vom Laden her. Was ich viel schrecklicher finde... Ich gesagt, Let's Play ladet nicht Bildschirm. Ja. Also das ist Sims. Was ich viel schrecklicher finde, ist, dass es in-game auch leckt.
Das heißt also, auch wenn alles geladen ist, nachher kommt es bei der Aufnahme durchaus noch zu Lecks, ja. Ja, habe ich auch gesehen. Ja, das hat man doch auch schon des Öfteren gesehen. Aber seid froh, dass es kein Sims 2 ist, weil Sims 2 ist extrem, Ladebildschirm extrem. Weil wenn du hast selbst meinen Bart.